Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15 Comrades. So, wir haben jetzt das Cup Keim freigeschaltet, zumindest in der Theorie. Wie kann ich helfen? Wir müssen es jetzt nur noch mit Strom versorgen. Hier, 8000 Kilowatt, let's go. Strom läuft wieder. Sehr gut. Ziel Cup Keim, Dock und Schaltschema. Cup Keim, Dock ist nun erreichbar. Jawohl. Grüß die anderen von mir. Königssegen erhalten, 7 von 13. Ach, jetzt geht's mit den Segen weiter. Vielen lieben Dank. Tja, leider bin ich immer noch nicht in der Lage, dorthin zu kommen. Warum auch immer. So, vertreiben wir die Dunkelheit. Ich schalte erst einmal so viel frei wie möglich. Jagdauftrag, Schuld war nur der Carla Bossa Nova. Nochmal, Carla Bossa Nova. Oh Mann. Krasses Wort. So. Es werde Licht. Und hier kriegen wir erstmal nichts, nur die Larity-Küste. Vielleicht entwickelt sich da später noch mehr. Jagdauftrag Waldsterben. Und dringend vertraute Furcht. Ui. Das klingt jetzt auch interessant. Ich habe jetzt gedacht, es würden sich neue, neue Wege auftun. Ich werde es bestimmt bereuen. Endlich wieder schön hell. Neue Aufgabe, dringend vertraute Furcht. Der hatte ich doch vorher schon, oder nicht? Ich habe gedacht, dass dadurch, dass ich hier Strom einsetze, irgendwas auf der Map passiert. Irgendwas. Leider hat sich nichts getan. Tschüss. Das ist dezent enttäuschend. Unheimlich gut an, glaub mir. Eieieiei. Jetzt überlege ich, wie ich weiter verfahren soll. Der neue dringende Jagdauftrag. Welches Level hat der? Weiterhin auf deine Hilfe. Zweite Prüfung des Schwertgottes. Ist ja gut, aber die dringende hier. Stufe 70. Excuse me? Ein riesiger Container wurde am Cup Keim angeschwemmt. Angeblich ist darin ein aggressiver Siecher eingesperrt. Möglicherweise handelt es sich dabei um ein Versuchsobjekt der imperialen Armee. Die Gefahr muss beseitigt werden. Oh mein Gott. Boah, der höchste Auftrag, den ich jemals hatte. Eskorte Aurum Express Extrem. Soll ich mich das mal trauen? Vom Level her sollte ich es schaffen. Ich habe ja das richtige Level. Also die Stufe 70 Mission, das kann ich jetzt schon mal komplett vergessen. Ich denke mal, ich werde mich jetzt erst einmal anderen Aufträgen widmen müssen. Geht ja nicht anders. Ich frage mich, ob ich jetzt noch irgendwas mit dem Chocobo machen kann. Oder soll ich vielleicht einmal nach Cup Keim reisen? Das wäre vielleicht mal eine Option. Okay, sobald ich diese Mission entweder geschafft oder nicht geschafft habe, egal, versuche ich danach nochmal nach Cup Keim zu gelangen. Ah, aber es ist eine Escort-Mission, also die kann sehr schnell vorbei sein. Los geht's. Ach stimmt, ich habe ja sogar Level 36 erreicht. Ja, richtig. Dank des Jabberwock. Oje. Das wird ein Blutbad. Vielleicht hätte ich doch langsam mal eine neue... diesen einen Segen ausprobieren sollen. Na, wobei, bei einer Stufe 35 Quest ist es ein bisschen riskant. Ich werde lieber bei einer Quest benutzen, die vom Levelanspruch her etwas niedriger ist. Okay, Eis. Ja, Eis. Alles klar. Eis ist die Antwort. Oh. Komm schon. Wir kriegen das hin, Leute.
So. Oh, komm jetzt, bitte auf den Gegner konzentrieren, der vor mir auf den Beinen oder ja, auf allen Vieren kriecht. Wie auch immer. Sehr gut. Schön die Killerbienen fertig machen, die auf dem Boden sind. Sehr gut. Okay, war es das? Yo. Zack. Okay, es ging einigermaßen. Der Truck hat ein bisschen Schaden erlitten, aber ich hoffe, es ist noch einigermaßen im Rahmen. Na super. Einmal schön Feuer reinballern. Oder Feuer, besser gesagt. So. Jetzt müssen meine MP sich erstmal regenerieren. Ah, vielleicht doch auch noch einmal. Zack. So. Musste sein. Die waren alle so schön fertig. Okay. Nein, wir müssen sie da hinten abfangen, Leute. MP-Stase wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber geht doch nicht anders. So. Bams. Okay. Das war die zweite Welle. Immerhin. Es geht einigermaßen. Noch. Dank unserer Ausrüstung schlagen wir uns einigermaßen. Oh, ist ein gut. Holy shit, das ist zu nah. Das ist zu nah. Das ist zu nah. Eigentlich hätte ich die HP lieber etwas eher abgefangen, aber geht ja nicht anders jetzt. So. Passt. Passt. Wage es nicht auch nur eine Klaue an den Truck zu legen. Du Mutanten-Vieh. Oh, scheiße. Schön weg von dem Ding. So, noch einmal, komm. Noch einmal. So. Jetzt lieber die MP regenerieren lassen und schön im Nahkampf weitermachen. Klappt einigermaßen gut. Zack. Jetzt war die Gelegenheit günstig. Bams. Okay. Noch 5, dann ist die Welle vorbei. Alles gut, Sydney. Okay, unser Damage-Output ist verdammt gut. Bis jetzt haben wir uns sehr gut geschlagen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Nice. Sehr gut, Leute. Bams. So. Dann schauen wir mal weiter. Oh je. Sydney, fahr doch nicht so nah ran an die Viecher. Was ist los? Oh. Schon fast, als ob sie von denen angegriffen werden will. Jeder normale Mensch würde doch mit ein bisschen Abstand von den Viechern stehen bleiben. Ich meine ja nur, Sydney, du bist ja sonst toll, aber was das angeht, da muss ich dir leider einen kleinen Punkt abziehen. So. Aber immerhin, das hier klappt einigermaßen gut. Jetzt bekommen wir es mit Stufe 44 wahre Tauren zu tun. Oh, schlecht.
So. Musste jetzt sein. Eieiei. Oh nein, das trifft den Truck, das trifft den Truck. Nein, ich darf mich nicht vor den Truck stellen. Weg, 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 weg. Jetzt weg mit dir. Ja, komm. Gott, Kamera, kannst du bitte ein bisschen mehr für mich arbeiten? Das wäre super gerade. Okay. Sobald wir uns auf einen Gegner konzentrieren konnten, ging es einigermaßen. Davor war es eine Katastrophe. Alle drauf, alle drauf, yo! Kurz die anderen Elemente ausprobieren. Okay. Komm, egal. Das war echt spitz. Super. So. Na komm, Punkt Warp. Zack. Zack. Und ein Kamerad bleibt hier immer wieder zurück. Es ist echt traurig zu beobachten. So, jetzt müsste die vorletzte Welle kommen oder die letzte? Vorletzte. Böse. Der Wagen nimmt zu viel Damage, Leute. Versucht die Viecher alle schön hier hinzulocken, neben dem Truck. Ich weiß, ich rede gerade mit der KI, aber es ist mir egal. Ich hoffe trotzdem, dass sie darauf reagiert, was ich sage. So. Der erste ist schon so gut wie... der ist down. Korrektur meinerseits. Erstmal die verdammte Alraune da wegmachen. Komm schon. Hör auf, den Wagen anzugreifen, du dummes Vieh. Alter, jetzt bin ich auch noch verwirrt. Oh. Wenigstens haben wir sie jetzt vom Wagen weggelockt. Aua, Hilfe, Leute. So. Der wäre weg. Okay. Was meine Teamkameraden angeht, die nehmen kaum Damage. Ich habe das Gefühl, ich bin der Tank hier. Ey, die... Warum? Warum? Guckt euch das an, wie die auf einmal wieder auf den Wagen drauf gehen. Ihr Scheißviecher hier, ehrlich, ey. Ja, klar, greift halt weiter den Wagen an. Ja, ist klar. Was soll ich denn machen? Die greifen die ganze Zeit den scheiß Wagen an, so aus dem Nichts heraus. Ganz toll. Oh. Unfucking fassbar. Der Wagen ist so gut wie Schrott. Und wir haben noch eine Welle vor uns.
Großartig. Kommt jetzt. Alle drauf. Der nächste Barataurus muss down sein. Komm schon. So, letzter. Okay, go, 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 go. Meine Magiepunkte spare ich mir an der Stelle jetzt auch auf. Okay. Ah, jetzt aber letzte Welle, komm. Reicht doch so langsam. Warum bist du so lahmarschig? Weil Jennica im Weg ist? Oh Gott. Jennica! Danke. Okay, jetzt kann sie fahren. Da sind sie. Stopp! Ey, ihr Scheißviecher! What the fuck? Die stehen teilweise drauf! Was soll die Scheiße? Das darf nicht wahr sein! Okay, der Curl, das ist schon mal gut, der steht hinter dem fucking Ding. Oh nein, einer steht neben dem Wagen. Aber wir bleiben trotzdem hier stehen. Wir müssen die Viecher hier hinlocken. Leute, hier hin mit dem Vieh. Nein. Oh, kann ich schon nichts gegen machen, ey. Ich kann nur hoffen, dass die sich allmählich hierhin trauen und dass das Viech nachzieht. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade hoffen kann. Kommt doch hier hin, Leute, dass das Viech vom Wagen weggeht. Ah. Oh. Das ist so wirklich einer der Momente, wo ich mir menschliche Mitspieler wünsche. Die dürfen die Viecher auf jeden Fall weglocken. Okay. Jetzt kommen wir alle wenigstens hier hin. Das ist doch schon mal was. Das ist doch mal was, da kann man sich nachrichten. Scheiße. Schön weiter durchhalten. Wie ist Nelly jetzt überhaupt down gegangen? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Fuck. Erstmal eine Zutat wiederholen. Komm, 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 komm. Och, dein scheiß Ernst, du Drecksvieh. Wie der dreckige Curl jetzt nicht zu mir kommen will, beziehungsweise sich von den Feuerbällen treffen lassen will. Das Vieh hat gar keinen Bock. So. Aua, scheiße, scheiße, scheiße. Wie schnell es mich down macht. Schon weiter, Leute, weiter, Leute, weiter, Leute. Die Taovus, die sind mir jetzt an der Stelle ehrlich gesagt schon fast egal. Die bleiben ja in unserer Nähe und wir sind gerade hier. Schön weit vom Truck weg, so wie es sein soll. So, der eine Curl ist schon mal zur Hälfte down. Scheiße, ich auch. Täusche ich mich oder hat der Curl jetzt gerade mehr Gesundheit bekommen? Kann er sich heilen? Wehe, wenn er das kann. Ohne Scheiß.
schon. Der ist so gut wie weg. Der muss weg sein. Er ist die größte Gefahr für den Truck gerade. Go, 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 go. Wir schaffen das, wir schaffen das. Mit Ach und Krach ist mir egal, aber wir schaffen das. Okay. Jetzt nur noch den hier. Der kann nicht an den Truck ran, weil er über die Reling gesprungen ist. Das ist schon mal ein mega großer Vorteil. Oh, meine Hoffnung hat sich tatsächlich bestätigt. Ich hätte das im Leben nicht gedacht, dass das Viech, dass die Viecher tatsächlich vom Truck ablassen. Vor allem, dass meine Kameraden auch vom Truck weglaufen. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das noch funktionieren würde. Aber es hat funktioniert. Scheiß die Wand an. Genau, immer weiter, nicht nachlassen, immer weiter drauf. Der ist gleich auch down. Yes! Nice! Wir sind da. Geile Scheiße. Puh. Da haben wir es wirklich gerade so geschafft. Guckt euch mal an, wie viel Gesundheit vom Wagen noch übrig geblieben ist. Meine Güte. Puh. Heftig. Einfach nur heftig. Ich habe schon nicht mehr mit dem Erfolg von der Mission gerechnet, aber geil. Echt? Ich habe sogar den meisten Schaden noch gemacht? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, meine Kameraden hätten teilweise mehr reingehauen, aber okay. Ich nehme es dankend an. Ne? Als Damage-Dealer ist, also als Damage-Dealer im Geiste ist es sowieso für mich eine Freude zu sehen, wenn ich den meisten Damage gemacht habe. Wenn es auch gegen KI-Gegner oder KI-Kumpanen ist, ist egal. So, wir kriegen Jetties, schützt vor Gift. Hm. Nett. Unser Prost. Candy wird hier auf euch warten. Oh, 8000 Erfahrungspunkte kriegen wir. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Puh, wir kriegen auch einiges an gutem Zeug spendiert. Super. Passt. Wir haben gute Ausbeute gemacht. Dennoch würde ich persönlich diese Mission erst dann zum Leveln nutzen, wenn ich ein etwas höheres Level habe. Also meine Tendenz geht eher dazu über, mir eine andere Mission auszusuchen, die ich zum Leveln nutze. Auch wenn die hier jetzt ordentlich... Aber ich brauche definitiv was anderes. Ja, ja, später. Ich weiß, da sind neue Extra-Aufträge dran, was aber... Was kann ich für dich tun? Eins nach dem anderen. Naja, stimmt. Hier lässt sich ja erstmal noch nichts machen. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Also. Ich mache erst einmal das, was ich wollte. Zuerst gehe ich zum Kap Keim. Schau mich dort um. Und danach gucke ich noch einmal nach meinem Chocobo-Freund. Und hoffe, dass ich da was machen kann. Ich soll ja auch für eine Trophäe in der Chocobo-Zucht Stufe 99 kriegen. Also, puh. Keine Ahnung, ob ich das noch irgendwie beschleunigen kann oder farmen kann. Muss ich dann ja sehen, wie es klappt. Keine Ahnung, ob Chocobos vielleicht sogar so aufwertbar sind wie Waffen. Glaube ich zwar nicht. Aber es wäre in dem Sinne gut, weil ich ja sowieso schon einen Arsch voll Items habe. Da freut sich der Westcam. Hi! Chocobos! Hi! In Keim kannst du dich nun der Chocobo-Aufzucht widmen. Ach! Verleihe deine Chocobos an die Exineris-Fachkräfte, damit sie neue Routen für die Stromversorgung finden. Ist nicht wahr. Trainiere deine Chocobos, um neue Routen für die Stromversorgung und somit die übrigen 6 Königsgräber freizuschalten. Alter, alles klar. Das geht also Hand in Hand, die Chocobo-Zucht und... Ah, Chocobos Stall, Chocobo... nee, Chocomostro Trainingsarena. Okay.
Hier kannst du deine Chocobos in die Arena schicken, um wilden Bestien den Gar auszumachen. Wenn deine Chocobos innerhalb der Zeit die Bestien besiegen, erhältst du eine Belohnung. Gelingt ihnen jedoch nicht rechtzeitig der Sieg, geht dein ganzes Team K.O. und verliert. Autsch. Okay. Kampfklasse Grünschnäbel, Anfänger, Fortgeschrittene, Profis, Vollprofis. Alter. Boah. Für absolute Neulinge beim Chocomostro zum Üben mit leichten Gegnern, für Chocomostro-Trainer, die das System geschnallt haben, für routinierte Chocomostro-Trainer mit einem Plan und dem vollen Durchblick, für Chocomostro-Trainer, die eine Herausforderung suchen und für Chocomostro-Trainer, die unschlagbar sind oder sich dafür halten. Nett. Eieieiei. Ich habe ja nur einen, oder? Die Chocobos kämpfen prinzipiell selbstständig. Allerdings kannst du ihnen mit den folgenden Tasten Kommandos geben, damit sie ihre Zauber anwenden. Viereck, X, Kreis, Dreieck. Okay, da die Sprungkraft von Chocobos von ihrer Beinmuskulatur abhängt, beeinflusst sie auch die Stärke ihrer Angriffe. Ihre Geschwindigkeit beeinflusst hingegen, wie schnell hintereinander sie Zauber einsetzen können. Alle Chocobo-Zauber besitzen elementare Attribute. Nutze die Schwächen des Gegners, um ihn schwer zu verletzen. Okay. Schön und gut, ich habe aber nur einen einzigen Chocobo. Ich weiß nicht, ob ich damit in die Arena soll. Auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad stelle ich mir das schwer vor. Stromverteiler am Dock, Aufzug des Leuchtturms. So. Hoch zur Aufsichtsplattform? Nee. Was ist denn hier unten? Wie oft soll ich es dir denn noch sagen, Junge? Du bist und bleibst ein Dickkopf. Regis hatte schon recht. Hör zu, unsere Ressourcen sind begrenzt. So einen Stromfresser können wir hier einfach nicht betreiben. Erschließe eine neue Stromquelle für die Versorgung von Keim, um Sids und Westcams Streit zu schlichten. Unsere Prioritäten in Keim liegen woanders. Wir müssen uns erst um das Dock und die Felder kümmern, ehe wir an Maschinen denken können. Und das von dir. Hätte deine Waffe damals an der Front nicht den Geist aufgegeben, wärst du nicht verletzt worden. Diese Maschine ist keine Spielerei. Sie rettet Leben. Okay. Alter, Extra-Aufträge. Wir haben Waffenmodifikationen verfügbar. Hier ist alles. Sogar eine manuelle Speichermöglichkeit? What? Okay. Wie krass ist denn das? Hier ist ja alles, was in Lestalum auch schon ist. Oder fast alles. Hallo? Kann ich euch irgendwie dienen? Neuen Avatar. Ah, okay. Das können wir hier auch machen. Charaktermenü. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Alle sind hier. Ausnahmslos alle. Wie krass ist denn das? Du legst dich ja richtig ins Zeug. Ein Chocobo ist in einem Einsatzgebiet erschienen. Bei folgendem Abschluss von Aufträgen mit bei erfolgreichem Abschluss von Aufträgen mit Chocobo-Symbol kannst du Chocobos fangen. Ach. Okay. Für Stufe 4. Woanders vielleicht noch? Nö. Reicht ja auch. Okay. Chocobos fangen. Gerne. Alles klar. Bei einer Stufe 4 Mission sollte das ja fix gehen. Ich bin gespannt. Oh, das dürfte jetzt interessant werden. Jetzt ist nochmal ein neues Element dazugekommen. Die Chocobo-Zucht. Wo ich mir dann nochmal neue Chocobos dazu fangen kann. Wahrscheinlich variieren die Level von den Chocobos, die ich fangen kann, auch irgendwie. Mit anderen Worten, mit etwas Glück könnte ich einen hochleveligen Chocobo fangen. Wäre nice. Bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal einfach nur darauf zu hoffen. Ach ja, und da das hier ein niedrigleveliger Auftrag ist, könnte ich ja den neuen Segen ausprobieren. Wobei es hier eigentlich nicht allzu vielsagend ist, wenn ich ihn hier einsetze, da die Gegner ja eh schwach sind. Und es geht bei dem Segen ja darum, dass meine Angriffskraft erhöht wird. Tja. Oder soll ich lieber das nehmen? Probieren wir das mal aus, ne? Der Fromme, der Kettenmagie erlaubt. Versuchen wir es mal. Ob das etwas mehr passt. Klar, meine LP und MP sinken ein bisschen runter.
Aber naja, viele Gegner one-hitten mich ja sowieso bei den Hochler weniger Gesundheit ab. Gut, so viele machen das nun auch wieder nicht, ich weiß, aber dennoch. Erstmal nur experimentieren. Oh Gott, das ist diese Aufgabe. Nein! Die ist auch mit hohem Level ein Albtraum. Oh, geil, ey. Die Hälfte meiner Angriffe wieder nicht gezündet hat. Okay. Auf die Hobgoblins dürfen wir uns nicht zu sehr konzentrieren. Naja, wobei, wir haben ja jetzt genug Angriffskraft, also können wir es doch. Achso, ich dachte schon. Okay, Spindelhorn. Jetzt triff doch, Mensch! Oh, wie die Hälfte meiner Angriffe daneben geht. Wirklich, das kotzt mich so an. Ich weiß, liegt wahrscheinlich daran, dass die Viecher ständig in Bewegung sind, aber trotzdem. Herrgott, noch eins. Okay. Nice. Alter, kann ich mal bitte das Viech anvisieren hier? Gott im Himmel. Falscher Gegner. Oh, ja geil, ey. Shit. Stimmt. Oh, geil gemacht. Geil gemacht. Okay. Hat doch noch funktioniert. Gut. So. Wo ist jetzt die Möglichkeit für den Chocobo-Fang? Müsst ihr ja gleich kommen. Noch 10 Sekunden bis zur Rückkehr. Bessere Zutaten werde ich jetzt eh hier nicht finden, aber... Chocobo. Keine Ahnung, wie es passieren wird. Aber irgendwas muss jetzt doch hier kommen. Okay. Gut. Hä? Wo ist denn jetzt die Möglichkeit, den Chocobo zu fangen? Oh, jetzt bin ich aus Versehen ans Mikro gekommen. Sorry, falls man das zu laut gehört hat. Boah, Königssuppe, Alter. Das ist ja mehr Fleischgericht als Suppe. Die Suppe sieht eher aus, als wäre es nur die Soße. What the hell? Das ist ein bisschen zu viel Einlage. Das gibt Kraft für den Kampf. Lady. Ist zwar nett gemeint, aber holy shit. Gefangen, schwarzer Chocobo Stufe 40. Das Tier wird zum Stall in Keim geschickt. Ach so. Ich dachte jetzt eigentlich, dass so eine Art Minispiel kommt und dass ich dann irgendwie den Chocobo darin fangen muss. Nö. Der wird einfach so meiner Gruppe hinzugefügt. Okay, wir haben einen weiteren schwarzen Chocobo bekommen. Gleiche Stufe. Okay, damit wissen wir schon mal, wie wir Chocobos bekommen. Das heißt, in Zukunft sollte ich mich auf Missionen konzentrieren, die ein Chocobo-Symbol haben. Ich werde allerdings dann nur die Missionen aufnehmen, die ich noch nicht abgeschlossen habe und die ein Chocobo-Symbol haben. Ne? Die ich bereits erledigt habe, die muss ich dann nicht unbedingt nochmal zeigen. Auch wenn ich dann am Ende einen Chocobo kriege. Erstmal hoch zur Aussichtsplattform. Ich würde mich da nochmal ein bisschen umsehen, ehrlich gesagt. Oh. Okay, hier oben einen Laden zu haben, über die Brüstung drüber, ist interessant. Ahnengesicht Iris. Ach. Ahnengesicht Ravus. Ahnengesicht Aranea. Ahnengesicht Regis. Krass. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind Angesichter, die ich mir tatsächlich gerne leisten würde, aber die kosten 150.000 Gil. Zum Glück habe ich meine Pinsel und Farben unterwegs nicht weggeworfen. Vielleicht kann ich mit meinen Karikaturen ja ein paar Kindern wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Oh. Ich bin so froh, dass wir die Kraft des Meteors haben. Ohne ihn wären wir alle schon lange tot. Da stimme ich dir zu, Chris. Übrigens bin ich in Lied geboren worden. Ich habe mich erst später in Accordo niedergelassen.
Vor gut 30 Jahren, nach einer Reise mit König Regis. Ich weiß noch, wie Sid immer rumgezetert hat, weil ihm Regis rasanter Fahrstil nicht zugesagt hat. Früher war dieser Ort geheim. Es war der Hafen der luzischen Königsfamilie. Aber ich bin mir sicher, dass Regis der Erste gewesen wäre, der ihn für Menschen in Not geöffnet hätte. Wenn alles wieder beim Alten ist, musst du mich mal in meiner Bar besuchen. Ich spendiere dir dann eine Portion Cheluna-Kaviar. Ui. Man merkt, ihr Gläfen kämpft aus Überzeugung. Du erinnerst mich ein wenig an mich selbst früher. Wenn alles wieder beim Alten... Okay. Früher war diese... Okay, jetzt wiederholt er sich. Nice. Ein bisschen Kaviar, warum nicht? Einen anderen Stützpunkt aufsuchen? Könnte ich von hier aus machen? Ja. Aber nein. Ich fahre runter zum Dock. Krass, jetzt haben wir hier im Prinzip ein zweites Lestalum eingerichtet. Das sogar etwas kompakter ist. Interessant. Ja, und wenn ihr euch fragt, wo die Musik herkommt, diese wunderschöne idyllische Musik, da ist die Band. Okay, krass. Hätte ich nicht erwartet, dass wir hier so etwas noch einmal erleben. Gibt es hier auch einen Tisch für Strom? Unheimlich gut an, glaub mir. Gespeicherte Fotos. Ah, hier. Willkommen zurück. Stromzufuhr. Das hier? Ausdauer 200, Sprungkraft 80. Boah, da sind wir noch lange nicht so weit. Hahaha. Eieiei, da muss ich auf jeden Fall noch einiges an Chocobos fangen, wenn ich das erledigen will. Ach, hallo! 120, 120, verdammt! Aber endlich hat sich das hier mal auch geöffnet. Meine Fresse. Jetzt haben sich viele neue Pfade geöffnet, ich sehe schon. Damit kommen wir an die letzten Königsgräber ran, aber da müssen wir Chocobos trainieren ohne Ende. 60, 140, also mit dem, was wir jetzt gerade haben an Chocobos, kommen wir da locker. Kommen wir da locker überhaupt nicht zurecht, meine ich. Das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das hinkriegen. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Aber hieß es nicht, dass ich für diesen Ort hier noch ein bisschen Strom spendieren soll, um den Streit zu schlichten? War da nicht was? Oder soll ich hier den Strom hinleiten? Huh. Passen Sie gut auf sich auf. Na gut. Ich liebe den Meteor. Dieses Funkeln. Wunderschön. Ob ich hier irgendwo einen Splitter finde? Ich liebe den... Okay. Tja, da ist nochmal ein weiterer Laden. Haarkatalog Ravus, Haarkatalog Regis, Haarkatalog Iris, Aranea, Iris, boah. Also Aranea, das, ja, nehme ich. Iris auch, einfach nur weil Iris. Braunschwung, Braunschwung Iris, okay. Braunschwung Ravus, Aranea, Regis, nehme ich jetzt erstmal alles. Und hier Ensemble Iris, Alter. Ha, wir können uns tatsächlich wie sie kleiden. Oder wie Ravus oder wie Aranea. Alter, kostet aber ordentlich. Boah, die Rüstung von Aranea wäre schon ganz geil, oder? Das wäre richtig gut. Wenn ich jetzt schon versuche, das zu kaufen. Soll ich nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich spare lieber noch ein bisschen, nicht dass ich demnächst neue Waffen freischalte. An denen sollte ich mir mal ein Beispiel nehmen. Wir verlassen uns auch weiterhin auf deine Hilfe. Gibt es jetzt neue Aufträge? Da, Stufe 23, das Experiment. Hatten wir bereits, dementsprechend kann ich das ja offscreen machen. Alles klar, Leute. Allerdings würde ich den Part jetzt sowieso an dieser Stelle schon beenden. Denn, ja, er ist so langsam aber sicher vorbei. Ich würde auf jeden Fall in den nächsten Parts auch noch einmal ein paar von den neuen Aufträgen ausprobieren, damit ich vor allen Dingen auch ein bisschen mehr an Level dazu gewinne. Wir werden es ja demnächst brauchen, wie wir an den Extra-Aufträgen sehen. Mal schauen, wie wir dann vorankommen werden. Alter, boah, Stufe 60, ihr seid ja wahnsinnig. Scheiß die Wand an. Na, das wird lustig.
Naja, sei es wie es sei, an dieser Stelle mache ich dann für heute Schluss. Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!